Push the button. So ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Na, das könnte man so sagen. Stell dir vor, wir wären jetzt hier hängen geblieben. Nicht so schön. Wir sind wieder zurück. Ja. Hey. Ja, da sind wir wieder. Und irgendwie sieht hier was anders aus. Oder kommt mir das nur so vor? Was ist hier passiert? Jemand war hier. Das ist auch unsere Richtung. Gehen wir. Na, und am Boden, das sieht nicht sehr einladend aus. Wenn ich das so sagen darf. Vor allem, das ist irgendwie hier so gruselig. Hat jemand Popcorn? Vor allem, man hört das richtig auf dem Boden, wie das so richtig plätschert. Als wäre das richtig viel Wasser. Cooles Detail nebenbei. So. Nächster Schalter zu drücken. Jetzt sind wir fast am Ziel. Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Na, da wollen wir sowieso hin. Wow. Warte! Wenn wir da raufgehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Oh. Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Ja, man kann jetzt nochmal runterfahren, wenn man will, falls man irgendwas vergessen hat, aber ich habe da unten nichts mehr zu suchen. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. So. Hauptsache blutige Spuren. Also, wenn das Blut ist, ja. Was muss das für ein Kreislauf sein, wenn das blaues Blut ist? Blau, schwarz, lila? Es ist eine komische Farbe auf jeden Fall. Und die Musik im Hintergrund, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Sogar im Original. Und Final Fantasy 7. Seht, einladend aus. Gibt's da drüben irgendwas? Also auf der anderen Seite sieht nichts so aus. Gut, dann folgen wir mal dieser Blutspur. 69. Etage. Die Vorstandsbüros sind hier, ja, hat der gute Red 13 gesagt. Büro und dann das Dach. Wir wollen sowieso zum Dach, weil hier wieder evakuiert. Wurde alles mehr oder weniger verriegelt. Darf man nicht vergessen. Eieiei. Also wer immer hier was hinterlässt, der hat sehr viel davon. Alter. Oh. Was wird da drin schon sein, außer nichts. Schau mal rein. Wo ist der verdammte Direktor hin? Und Sephiroth. Wartet. Ich höre was. Hilfe! Ist da jemand? Da schreit jemand um Hilfe. Und das ist eine Palme? Hilfe! Na, folgen wir mal diesen Hilferufen. Oh, da hat jemand ein Loch ins Fenster geschossen. Oder gemacht. Barrett, das warst nicht du. So, wer schreit denn hier so? Bevor ich helfe, so viel Zeit muss sein. Kurz Ausrüstung checken. Dass hier kaufbar ist. Ich halte nicht mehr lange durch. Ah, mehr als genug hier. So. Ah gut, ich könnte heilen. Wäre nicht schlecht. So, du da drüben, du musst ein bisschen warten. So viel Zeit muss sein.
Und wer die Stimme kennt, ja, den kennen wir, der hier herumschreit. Ist da jemand? Ich halte nicht mehr lange durch. Hey! Hilfe! Hey! Helft mir! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halte das nicht mehr aus! Ach, ich gebe euch, was ihr wollt! Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe! Helft mir! Ich erfülle euch alle Wünsche. Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett! Tu es nicht! Das in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. Hm. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drecks... Ihr seid ja so naiv. Wahrheit, Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer vagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Du Bastard! Ah!
Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Hi. Der arme Bellet und ja, wir dürfen gegen Genova Puls kämpfen. Lasst euch nicht täuschen. Ach, wir sollen uns nicht täuschen lassen? Wo sind wir hier? Sieht das ja einladend aus. So, erstmal diese Tarken weg. Und ich muss die. Ich will nichts sagen. Die Musik ist geil. Juhu. So, Genova Puls. Leider habe ich keine Analyse dabei. Wäre ziemlich praktisch. Aber egal. Bio. Ah, let's go. Hier wird reingehauen. Da, 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 da. Aua. Kein Grund, auf Eris so reinzuhauen, die Dame. So, Eris. Bitte, Strahl Vergeltung. Yay! Und ja, Genova Puls kann die Tentakel, die sie hat, regenerieren. Das heißt, wieder kaputt machen. Außer wenn sie raushaftet. Wow. So, bist du alleine? Das tut mir aber leid. Ah, jetzt Reflekt auf Lager. Autsch. Die haut gar nicht mal so ohne rein. Und ja, Genova ist eine C, falls jemand fragt. Ah, hüpp. Achtung. Immer auf den Boden achten. Da verfolgt euch was. Und wenn euch das trifft, dann tut es. Stopp machen. Halt, stopp. So, Cloud. Mach mal eine Heilung für dich selber. Das kann er doch auch schreien. Brüll nicht so rum. So, weiter geht's. Weiter Strahl der Vergeltung, bitteschön. Ich finde die Musik einfach nur geil. Super. Kannst du mal aufhören, mich hier herumzuschubsen? Ah, nochmal Reflex? Ist mir doch egal. Ich greife nicht so hart magisch an. Das Interessante ist die Wechsel zwischen Reflex und Schutzschild. Schutzschild ist Schutz vor physischen Angriff, Reflex vor magischen. Ah, Tentakel. Ich habe was für dich. Hallo? Nichts überstürzt. Bin voll dabei. Ich glaube, die ist nicht sehr erfreut. Nope, ist sie definitiv nicht. So, let's go! Feuer! Jetzt kommen die ganzen Tentakel aus dem Boden und jetzt muss man den Tentakeln besiegen! Let's go! Hier sind noch ein paar. Da kommen noch ein paar mehr. So einfach ist das hier nicht. Das heißt hier Kämpfen ohne Ende! Kann man merken, dass ich ein bisschen aufgedreht bin gerade. Das liegt an der Musik. Die ist einfach nur cool. Denn bei am besten geht man mit Schwertsturm gegen die Tentakeln ran. Oder mit Magie. Da war's das? Ne, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da, 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 ba, 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 ba,
ba, ba. Ich hab hier Spaß. Let's go! So, jetzt ist die Gute wieder schockanfällig, dann heißt es. Lad mal einen Schlag auf, Tifa. Autsch. Erst du das mal heilen? Bitteschön. Ah, mehr Tentakeln. Tifa, dankeschön. Ich konnte gerade nichts machen, die Gute. Oh, weiter geht die Party. So, Beschwereleiste geht hoch. Die nutze ich aber noch nicht. Noch nicht. Ah, Shellova, ich hab was für dich. Okay, es hat auch was für mich. Nicht so schön. Könnt ihr es nicht mal schocken lassen, bitte? Oh, jetzt! Na, fast! 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 Die Tentakel angreifen, ansonsten könnt ihr ewig kämpfen. Da ist noch was. So, jetzt aber. Komm schon. Da bin ich voll dabei, Eris. Jetzt darfst du mal Strahl vergegelt machen und aufladen. Let's go. Na komm, Eris. Ich will den Strahl haben. Das hat reingehauen. Und jetzt geht der Spaß richtig los. Schaltet die Musikbox an. Seid ihr okay? Geile Musik, let's go! Woo! Heiß! Auch wieder was am Boden ist. Das verfolgt mich nämlich. So, einmal bitte den Tag weg. So, Cloud, lass mal die Konterstellung ein bisschen üben hier. Auch wenn es gerade nichts bringt. Aufladen ist trotzdem. Oh, die kann Feuer. Ich habe was Ähnliches dabei. Autsch. Na, schön aber. Ja, natürlich. Oh, ich hätte es wirklich verzogen. Wow. So war das nicht gemeint. Nicht nachlassen. Na, wir lassen nicht nach. Ach, kalt. Ich habe das Limit, aber da warte ich lieber nicht. Ach, mehr Tentakeln zum Kopfhund machen. Na, lieber Eis. Ein normales Eis und reichen. Ja, reicht auch. Autschi. Man kann sagen, was will. Die Musik ist so geil wie im Original. Oh yeah! Tschüss, Tommy Nova! Wie geht
er sogar. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Jetzt aber. Tschüss. Ciao. Und sehr. Ah, Mann, oh. Hat der Kick auch noch sein. Alter. Ja. Geht doch. Das Schicksal scheint stärker als der Tod, richtig? Danke. Diese Geister sind merkwürdig. Die Moran, auch Schicksal bekannt, haben einfach mal so einen Barrett gerettet. Könnt ihr das bitte öfter machen? Mich von Game Over retten oder so, wäre doch praktisch. So, nochmal hier hinsetzen, heilen. So, bevor ich da jetzt weitergehe, eine Kleinigkeit. Etwas, was mir gleich helfen wird. Nämlich bei der Ausrüstung von Cloud. Widerstandtoxin brauche ich jetzt gerade nicht, aber ich lasse es trotzdem mal drin. Aber was ich haben will, ist jetzt heilen, ja. Versiegelung, Gewitter ist mir jetzt relativ. Ich hätte gerne Amplifikation. Wo haben wir es denn? Barrett hat es ausgerüstet, ist mir jetzt relativ egal gerade. Amplifikation und Toxin, am besten das, was Cloud ausgerüstet hat. Und hier kann man auch noch Toxin reinhauen. Das heißt, es zählt einmal so und einmal so. Also ich habe Widerstand zu Toxin und ich habe Amplifikation Toxin. Klingt komisch, ist aber so. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Und bei Barrett nicht vergessen, eine andere Materie rein, da er jetzt was frei hat. Ich nehme mal hier... Was nehme ich denn? Dann nehmen wir mal die Barriere hier mit. Gut. Dann, let's go. Was ist denn hier los? Ein richtiger Geisterauflauf? Und ja, Sehrot konnte fliegen. Will ich auch können. Hier kann man nochmal sich hier hinsetzen. Also das Spiel sagt einem definitiv, heil dich nochmal. Und das mehr als einmal. Was haben wir hier oben Schönes? Zephyros!
springt er einfach von dem Dach runter. Das ist die Frage, war es Sephiroth? Was war das? Das waren, sind auf jeden Fall die Typen mit den Tätowierungen. Aber warum sind da jedes Mal Cloud Sephiroth dahinter? Das sind so Fragen. Ich weiß nicht die Antwort natürlich, aber ich will nichts vorgreifen. Nur so als Information. Alles okay? Und? Wo ist er? Abgehauen. Das sollten wir wohl besser auch tun. So viel dazu. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Rufus Shinra, der Sohn des Direktors. Ja. Bring Aeris nach Hause. Ich halte ihn auf. Dann kämpfe ich aber mit dir. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay? Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Ich war ein Soldat. Die Zeit ist vorbei. Lass keinen entkommen. Bleiben wir zwei. Jetzt werd bloß nicht kleinlich. Ich werde drauf achten. So, der gute Rufus Shinra hat einen Hund mitgebracht, den du sagst, da man sieht, da ist so eine Verbindung zwischen den beiden. Man sollte zuerst auf den Hund gehen. Und zwar nicht physisch, ich wollte nur die ATB aufladen. Achtung, ups! Sondern zuerst mit Bio. Ra, ich hab was für dich. Okay, den Hund. Ja, ups! Ja, let's go! Oh, wieder zurück. Na, was macht ihr beiden Schönes? Ich hab was wieder was für euch. Biora! Normal ist es schon wahr. Autsch. Ah, der heilt wieder. Aber nur in Rufus, nicht sich selber, der Gute. Sonst wird das ein bisschen länger gehen. So, bitte einmal weggehen, ne? Ah, jetzt aber. Ignoriert den Rufus fürs Erste. Soll nur auf den Hund gehen. Wenn es ein Hund ist, wenn überhaupt. Ah, ich hab was für dich. Das Eis. Ah, tschüss. Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich meine das. Tod ernst.
Und so soll's auch sein. Wow. Das sind was. Freu dich. Sie war nur für dich. Wenn nicht. So, Achtung auf den Doppelschuss. Ah, Hund. Kann ich dich schocken? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann ihn einfrieren. Wenn er mich lässt. Ach, nicht mit mir, ihr zwei. Oh, schnell sein. Alle ab! Endlich ein richtiges Duell. Da bin ich dabei. Lass es uns unvergesslich machen. Du machst oh das yeah. Ernst. Du kannst dich geehrt fühlen. Wenn nicht. So, jedes Mal, wenn ihr nass seid, kann man mal ihn kurz angreifen, sonst konnte er. So wie gerade eben. Achtung! Wuhu. Ah. Das ist ein nerviger Gegner. Aber ich bin auch nervig. Yeah! Ah, fast. Ah, komm mal her, komm mal her. Ich habe was Schönes für dich, nennt sich Konter. Ah, das war falscher Angriff. Nee. Ah, der Konter wieder. Ah, Rufus ist schnell. Ein Doppelschuss kann man kontern. Und das hier. So, ich hab was für dich. Nennt sich Bio. Ah. Vergiftung tut weh, wenn wir gut dann, ne? Ah, wer hat hier wen? Oh, jetzt aber. Konter! Ah, ist wieder falsch. Er greift ja mit dem Angriff an, den ich nicht kontern kann. Ah, Rauchkugeln. Ups. Ah, ist der nervig. So, du kannst mich mal. Oh, let's go. Los geht's. Tschüssi. Der hat es geblockt, oder was? Woo. Ich doch niemals. Ah. Ah, ein bisschen langsam. Aber du bist auch gleich weg, mein Guter. Ah, noch nicht. Schön vorsichtiger. Und. Ah, verdammt. Das dauert zu lange. Upsi! Hab ich! Dich noch nicht ganz. Jetzt aber. Shinra ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand. Na, das kann was werden. Oh.
noch gebraucht. Du bist doch ein Held.